Schönen guten Abend, Donsdorf. Seid ihr gut drauf? Super, das habe ich hören wollen. Leute, ja, ich auch. Ihr glaubt es nicht. Ich habe gerade draußen vor der Halle einen Kumpel getroffen von mir. Den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wenn ich gesagt, Mensch, Kerle, wie geht das denn? Was machst du denn so? Dann sagt er, du, weißt, ich habe jetzt geheiratet. Und ich sage, wie, du hast geheiratet? Das glaube ich ja gar nicht. Du hast nie heiraten wollen. Warum hast du jetzt geheiratet? Dann sage ich, du weißt, mir hat das Essen in der Kantine nicht mehr geschmeckt. Dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Jetzt schmeckt mir es wieder. Ja. So ist es. Bei uns Schwaben ist Essen einfach das Wichtigste. Liebe Gott, durch den Magen. Also beim Stegi Gott durch den Magen. Bei mir bleibt es eher hängen. Man sieht es, ne? Ja, aber so ist es im Leben. Wir Schwaben, wir essen ja fürs Leben gern, oder? Es gibt so viel leckere Sachen bei uns. Maultasche. Linse mit Spätzle. Hefezopf mit Zibiber. Und irgendwie ist auch alles schon mal besungen worden. Bis auf meine Leibspeise, was ich wahnsinnig gern mag. Da haben wir gesagt, da müssen wir ein Liedle dafür machen. Der andere kennt es als Geusburger Marsch. Bei uns sind es Kartoffelschnitz mit Spätzle. Ja, und da haben wir ein Lied dazu gemacht. Da bräuchten wir jetzt eure Unterstützung dazu, weil da gibt es einen Chor. Ich mache den jetzt mal vor und dann den ich auf einfach versuche mitzumachen. Bada, bada, bada. Bada 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 oh oh oh. Donsdorf, ihr seid der Wahnsinn. Ja, das wird, ich sage jetzt bloß ganz einfach, Herr Kapellmeister. Bada 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 bada. Samstag, so um 10, kommt meine Frau ins Zimmer rein. Sie weiß nicht, was sie kochen soll, ihr fällt halt gar nichts ein. Sie sagt, was willst du denn essen? Ich sag ganz ungeniert, ach du mein Schatz, du weißt genau, nach was mein Magen giert. Bloß Kartoffelschnitz mit Spätzle, komm bei mir in deiner Nähe. Kartoffelschnitz mit Spätzle, mit dem Siedfleisch, so muss sein. Hast du das einmal gegessen? Hast du das einmal gemacht? Bei Kartoffelschnitz mit Spätzle, klein, Schwabe, Herzle, lacht uns da und Sonntag waren wir essen, beim Gourmet, so richtig fein. Da bringt der mir einen Teller, mit einer Speise, glitzeklein. Ich frag, ob das sei Ernst sei, das kann nicht alles sein. Der guckt mich an und sagt zu mir, da sollst noch etwas sein. Bloß Kartoffelschnitz mit Spätzle, komm bei mir in deiner Nähe. Kartoffelschnitz mit Spätzle, mir das Siedfleisch so muss sein. Hast du das einmal gegessen? Hast du das einmal gemacht? Bei Kartoffelschnitz mit Spätzle gleich, Schwabe, Herzle lacht. Bloß Kartoffelschnitz mit Spätzle, komm bei mir.
So Leute, jetzt passet mal auf. Da wo ich bin, da ist das Chaos. Wo ich reinkomme, da haut man ab. Weil jeder Reichschmitte, der merkt sofort, dass er jetzt keine Chance mehr hat. Ich bin der Sparren von alle Frauen. Ja, alle sind so scharf auf mich. Ganz egal, wo ich auch auftauche, wo mächtig bin, sind da in die Knie. Weil ich schwäbisch, dort ruf, da bin ich stolz. Und jeder weiß, wie Schwaben sind aus dem allerbesten Holz. Ja, ich schwäbisch, und mit mir bald das ganze Land. Denn von Rostock bis nach Passau sind wir als Nummer 1 bekannt. Ich bin der König auf der Baustelle, in meinen Zeiten ist der Staat nur Lohn. Wenn ich da damit in die Zone gang, habe ich sofort einen Job. Wir sind die Tüftler und die Wurler, unsere Wirtschaft hat dich gesund. Und bei uns gibt's die schönste Mädler und liegen Scheiß aus ihrem Mund. Weil ich schwätze schwäbisch und dort ruft der Sense stolz. Und jeder weiß, die schwaben Männer sind aus dem allerbesten Holz. Ja, ich schwätze schwäbisch und mit mir bald das ganze Land. Denn von Rostock bis nach Passau sind wir als Nummer 1 bekannt. Lady weiß genau, was los ist. Ohne uns geht gar nichts ab. Bevor irgendeiner Wurscht sagt, sind sie mir schon lang im Sack. Mir stehen alle Tiere offen. Uns folgt das Jubeln vor Begeisterung. Jetzt will man mich sogar als Kanzler. Ja, und jetzt ratet mal, warum? Weil ich schwätz schwäbisch und darauf, da bin ich stolz. Und jeder weiß, wie Schwaben sind aus dem allerbesten Holz. Ja, ich schwätz schwäbisch und mit mir bald das ganze Land. Von Rostock bis nach Passau sind wir als Nummer 1 bekannt. Ja, und der Olze VfB ist gerade als Nummer 1 bekannt. Meine Damen und Herren, Buddy Bosch und Stecki Steckroth, das sind unsere Kirwoch-Mafia von den Lachertrabbern aus Dornstadt. Bravourös gemacht, Dankeschön. Auf euch beide ein dreifach kräftiges Schwaben, hello! Kartoffelschlitz, hello! Kirwoch, hello! Danke und Ausmarsch!